Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga wurde weniger über die Spiele und Tore gesprochen, als vielmehr über den Fall Joshua Kimmich. Wenige Tage zuvor wurde bekannt gegeben, dass Josh zu jenen 5 Spielern des FC Bayern München zählt, die noch nicht geimpft sind. Und das trat eine Diskussion los, die wirklich hochinteressant war. Diese Diskussion nahm Züge an, die mich dazu veranlassten, heute einmal Stellung dazu zu nehmen, was Josh unter Umständen dazu veranlasst hat, diese Entscheidung zu treffen, die er getroffen hat. Ich denke, wir alle sind uns darüber im Klaren, die Impfung ist eine Sache des Vertrauens. Und um Vertrauen zu gewinnen, bedarf es natürlich einiger Informationen. Und genau das hat Josh letzten Endes auch getan. Er hat sich zunächst einmal die Vertrauensfrage Nummer 1 gestellt und die geht in Richtung der beteiligten Unternehmen. Was kann ich über diese beteiligten Unternehmen in Erfahrung bringen? Und wenn ich mich da selbst ein bisschen informiere, selbst recherchiere, bekomme ich zum Beispiel solche Informationen an die Hand. Über Pfizer zum Beispiel liest man über die Vergangenheit Fälle im Zusammenhang mit Trofan, mit Edronax. Man liest, dass Pfizer 2,3 Milliarden Dollar Strafe bezahlen musste, weil sie ihre Studien ein bisschen aufgehübscht haben, positiv verändert, um nicht zu sagen manipuliert. Man liest über AstraZeneca, dass es da mit Nexium einen Zwischenfall gegeben hat. Und auch AstraZeneca wurde schon mehrfach im Zusammenhang mit Studienmanipulation verurteilt. Man liest über Johnson & Johnson und deren Präparate Risperdal oder Natrecor. Man liest, dass auch Johnson & Johnson schon mal 2,2 Milliarden Dollar Strafe bezahlen musste wegen der Fälschung von Studien. Es geht aber noch weiter bei Johnson & Johnson. Die haben auch schon mal in Präparaten Asbest verwendet und haben sich dann außergerichtlich mit den Klägern auf eine Schadensersatzsumme abgestimmt von 4,7 Milliarden US-Dollar. Wenn man weiter ein bisschen recherchiert, kommt man natürlich auch zu BioNTech. Dort liest man, dass es kein zugelassenes Produkt gab bis zum Zeitpunkt der Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Erst mit 50 Millionen Euro Spende der Gates-Stiftung ging die mRNA-Forschung voran bei BioNTech. Und dann, wenn man weiter recherchiert, findet man natürlich auch Erkenntnisse aus der Schweinegrippe. Man liest etwas über Pandemie, über Tamiflu. Man liest über die Nebenwirkung Narkolepsie, die sich erst im Verlaufe der Zeit so richtig eingestellt hat. Und so sammelt man Informationen, die am Ende dazu dienen sollen, ob man Vertrauen findet in diese Impfung oder eben nicht. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Josh war aber noch lange nicht zu Ende mit seinen Recherchen, denn er wollte wirklich umfassend informiert sein, um dann seine Entscheidung zu treffen. Und deshalb gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen uns die Vertrauensfrage Nummer 2. Welches Vertrauen finde ich in die Pharmaindustrie und in die handelnden Personen? Und wenn man dann mal hineinschaut in die Kaufverträge und da liest man, der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind, da kann man schon mal tief durchatmen und sich denken, boah, Wahnsinn, also es ist nicht bekannt und trotzdem gibt es jemanden, der das Zeug kauft. Aber lesen wir weiter. Der Käufer erklärt sich bereit, Pfizer, BioNTech und deren verbundene Unternehmen von und gegen alle Klagen, Ansprüche, Schäden, Strafen und so weiter freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten. Boah, man stelle sich das mal vor, was das für ein Vertrag ist. Und die Frage aller Fragen ist ja, ist das vertrauensbildend in die Pharmaunternehmen, in die handelnden Personen und letzten Endes dadurch auch in den Impfstoff? Last but not least wollen wir uns den letzten Punkt noch anschauen. Milliarden Euro an Steuergeldern, an den Geldern, die wir in Deutschland und in Europa erarbeitet haben, wurden den Herstellern zur Entwicklung zugeführt. Aber es wurde keine Gewinnbeteiligung vereinbart. Aber hallo, normalerweise müsste man sagen, an der Stelle, wie doof kann man eigentlich sein?
ein Unternehmen mit Milliarden zu unterstützen und sich dann nicht an deren Gewinne zu beteiligen. Aber wir sprechen über Vertrauensbildung und schauen dann einfach mal die Vertrauensfrage Nummer 3 an. Welches Vertrauen finde ich in die Entscheider, in jene Menschen, die hier in den letzten 17, 18 Monaten im Zeitraum der Pandemie die Entscheidungen vertreten haben? Da haben wir natürlich mit Jens Spahn, den Bundesgesundheitsminister, fragen uns, was hat denn der für eine Ausbildung? Stellen fest, aha, gelernter Bankkaufmann, über Jahre hinweg einer der erfolgreichsten Pharma-Lobbyisten, der im Corona-Zeitalter mit Maskendeals auf sich aufmerksam gemacht hat, die uns Steuerzahlern Milliarden Euro gekostet haben. Wir erinnern uns seiner Aussagen zum Test. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel testen, weil wir sonst zu viel Falsch-Positive haben. Oder die Aussage, wenn wir jetzt auch noch die Geimpften testen, dann ist die Pandemie ja nie vorbei. Oder aber seine Aussage zum Lockdown. Mit dem Wissen von heute würden wir nie mehr einen solchen Lockdown durchführen. Das alles ist eine Frage des Vertrauens, die sich dann bei dir entwickelt. Hast du zu den Entscheidern das entsprechende Vertrauen, um dann auch das Vertrauen in die Impfung zu haben? Und einer der weiteren Entscheider oder maßgeblichen Berater unseres Gesundheitsministers ist Christian Drosten. Und da wissen wir natürlich alle, seine Rolle bei der Schweinegrippe war schon eine außergewöhnliche. Er hat damals schon Hunderttausende von Toten prognostiziert. Er hat auch damals schon den großen Warner gegeben. Und am Ende war es dann nur eine ganz, in Anführungsstrichen, normale Grippesaison. Millionen von Impfstoffen wurden vernichtet, Milliarden Euro an Steuergeld wurde vernichtet. Und heute gilt sein PCR-Test für ihn als Goldstandard. Dabei hat es in manchen Ländern schon eine Entscheidung darüber gegeben, dass der PCR-Test keine Aussage in Bezug auf die Infektiosität der getesteten Personen hat. Und wieder sind wir bei der Frage, wenn wir das recherchieren für uns selbst, wenn wir diese Informationen für uns sammeln, führt das zu einer Vertrauensbildung. Aber vielleicht finden wir ja noch mehr. Und wenn wir uns mit dem Robert-Koch-Institut auseinandersetzen und uns den Chef, den Präsidenten, den Vorstand dieses Instituts anschauen, sind wir bei Manfred Wieler. Wir sind dann bei einem gelernten Tierarzt. Wir haben das Zahlenchaos mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten. Man konnte nicht genau die Impfquote ermitteln. Es gab bei der Intensivbettenbelegung massive Falschaussagen. Und ich finde, unvergesslich ist Wielers Aussage zum Impfstoff, die so ungefähr lautete: Wir wissen nicht, wie die Impfstoffe wirken. Wir wissen nicht, was die Impfstoffe bewirken. Wir wissen aber, dass es Impfstoff geben wird. Ist das für dich persönlich vertrauensbildend und war das für Joshua Kimmich vertrauensbildend? Möglicherweise hat er sich dann auch noch mit dem Paul-Ehrlich-Institut beschäftigt und hat dann auch in den letzten Wochen und Monaten die Aussagen zum Wirkung der Impfstoffe des Paul-Ehrlich-Instituts verfolgt. Erst hieß es, die Impfung schützt vor Infektionen. Wenige Wochen später las man auf der Homepage des Instituts, die Impfung hilft nur gegen schweren Verlauf. Und jetzt ist auf der Homepage zu finden, die Impfung schützt nur indiziert. Und indiziert heißt nichts anderes als eventuell. Wenn man sich mit diesen Vertrauensfragen auseinandersetzt, dann findet man für sich schon auch eine Entscheidungsgrundlage. Aber es gibt ja noch weitaus mehr Vertrauensfrage, die vierte. Und hier kommt Julian Nagelsmann ins Gespräch oder ins Bild. Welche persönlichen Erkenntnisse habe ich bzw. hatte Joshua Kimmich? Julian Nagelsmann, vollständig immunisiert, doppelt geimpft, an Corona erkrankt, musste dann auch noch separat von der Mannschaft nach Hause reisen. Für wen sind jetzt eigentlich die Kosten entstanden? Für den Geimpften oder für den Ungeimpften? Oder Joshua kennt natürlich den Fall Spielvereinigung Unterhaching. 12 Spieler Corona-positiv, 10 davon doppelt geimpft. Und wenn man so etwas weiß, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum soll ich mich impfen lassen? Wie ist mein Gefühl dafür? Und dieses Gefühl ist ganz entscheidend.
im Umgang mit der Impfung. Dann hat Josch natürlich auch erfahren, dass Geimpfte ebenfalls andere infizieren können, aber nicht mehr getestet werden. Und darauf weist er ja auch in diesem Interview hin. Er als Nicht-Geimpfter testet sich regelmäßig, geht sehr verantwortungsvoll mit der Situation um. Die Geimpften allerdings müssen sich nicht mehr testen lassen, können aber ebenfalls andere Menschen infizieren. Sie gehen viel freizügiger mit ihren Freiheiten um und achten nicht so sehr auf ihre Gesundheit, wie das vermeintlich die Ungeimpften tun. Das sind Überlegungen, die ein Joshua Kimmich gehabt haben könnte. Wie auch zum Beispiel, dass er mitbekommen hat, dass Geimpfte ebenfalls an Corona versterben können und Meldungen über Nebenwirkungen täglich zunehmen. All das sind Vertrauensfragen, die am Ende des Tages zu einer Entscheidung führen müssen. Und zwar zu der Entscheidung, lasse ich mich impfen oder nicht? Wie ist mein Gefühl dafür? Wie ist meine Faktenlage dafür? Und am Rande erwähnt, mich interessiert nun wirklich nicht die Meinung des Sportreporters Patrick Wasserzier, sondern mich interessiert dann schon das Statement von Joshua Kimmich. Und ich denke, er hat sehr eindrucksvoll geschildert, warum er sich so entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Er hat auch gesagt, dass seine Entscheidung nicht in Stein gemeißelt ist, dass die durchaus noch mal auf den Prüfstand gestellt wird, dass er sich durchaus auch mal impfen lassen wird. Aber er wägt erstmal noch die Faktenlage ab, er beobachtet, wie sich alles entwickelt. Und ich meine, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ich meine auch, dass wir das tolerieren, dass wir das akzeptieren, dass wir das respektieren sollten. Ob sich jetzt nun jemand impfen lässt oder nicht, ist immer eine Vertrauensfrage für die jeweilige Person. Und ich überlasse es jedem einzelnen Menschen selbst, wie er sich entscheidet. Und er ist trotzdem, zumindest bei uns, herzlich willkommen. Ich wünschte, es wäre überall so.